Herzlich willkommen beim ersten Panel in der Musiker Lounge. Ein Ort, ein Treffpunkt, der besonders für Berufsmusiker, professionelle Musiker eingerichtet wurde. Und ich versuche jetzt auch mal so zu reden. Ja? Hört man mich dort hinten auch? Hören Sie mich? Verstehen Sie mich? Okay. Ein Treffpunkt für Berliner Musiker auf der Berlin Music Week, die ja eher eine branchenspezifische Veranstaltung ist für Indie-Labels, für verschiedene andere Bereiche aus dem Musikbusiness. Gerade das erste Panel, um das kurz noch abzuschließen, soll halt eine kleine Orientierung bieten, was Musiker hier auf diesem Branchentreff, das aber auch nochmal einzigartig ist, komme ich gleich zu, erwarten können. Kurz zu meiner Person, ich bin Matthias Krebs. Ich bin Leiter des Digimedial-Weiterbildungsveranstaltung an der Universität der Künste, bei der sich Musiker, Berufsmusiker weiterbilden können im Bereich Musikmarketing. Und gemeinsam mit Olaf, der sich auch gleich vorstellen wird, soll die Musiker-Lounge ein Treffen sein, wo verschiedene Weiterbildungs- oder Formate, die gemeinsam mit Musikern arbeiten oder uns sie unterstützen sollen, ein Programm initiiert haben, was wir gleich nochmal vorstellen. Aber jetzt nochmal zu Olaf. Ja, mein Name ist, ich mache es auch mal ohne Mikrofon. Jemand, der in seiner Jugend auch mal Gesangsunterricht hatte, müsste das mit der Stütze noch funktionieren. Mein Name ist Olaf Möller, ich bin im Team von Musikpool Berlin, ein Musikberatungsprojekt, was ich gleich nochmal kurz vorstellen werde. Ich bin Vorsitzender der Clubkommission Berlin, eines Lobbyverbandes für Clubs und Partyveranstalter und noch im Bundesverband dort tätig, im Spielstättenverband. Und wir wollen euch ein bisschen was vorstellen, was heute hier passiert, was Musiker oder auch andere Musikinteressierte hier erwarten können und welche Netzwerke es gibt. Und nachher wird eben auch insbesondere über Musikpool Berlin gesprochen werden. Und über Digimedial denke ich mal auch, ne, von euch. Ja, also der Fokus der Veranstaltung, zumindest am Nachmittag, ist eher darauf gerichtet, dass wir nicht nur die Weiterbildungsformate vorstellen, sondern ganz im Gegenteil ganz spezifische Produkte, Services für Musiker. Damit steigen wir jetzt also scheinbar schon direkt in die Thematik ein. Ich übernehme mal kurz das andere Mikrofon. Wir müssen quasi auch in die Mikrofone mit reinsprechen, weil über diese Kopfhörer könnt ihr auch während der ganzen Veranstaltung das Unternehmen, was hier stattfindet, mitverfolgen, indem ihr dann den Channel 1 wählt. Ja, deswegen übernehme ich jetzt mal das andere Mikrofon in die Hand und gehe hier an den Laptop. So. Ja, also und zwar geht es zum Beispiel am Nachmittag, da kenne ich mich einfach etwas besser aus, deswegen zu den Veranstaltungen des Musikpools oder wo die sich drum gekümmert haben, wird dann gleich nochmal was gesagt. Geht es beispielsweise bei Vinyl Comeback, werden hier Branchenvertreter, das heißt wirklich Anbieter von Presswerken, von Agenturen, die das betreuen, die das wirklich umsetzen, ihre Produkte vorstellen. Wie viel kostet eine Pressung von Vinyl, wie lange muss man warten, welche Voraussetzungen muss man dafür haben und so weiter. Die werden dann hier kurz vorgestellt und nach einer halbstündigen Vorstellung kann man dann mit ihnen persönlich mit seinen eigenen Fragen an den Tischen hinten sich unterhalten. Und das gleiche Format passiert auch beispielsweise bei den neuen Online-Booking-Plattformen in dem Panel um 15 Uhr, genau, Get a Gig, wo verschiedene Plattformen, zum Beispiel Gigmeet, ist ja ziemlich präsent hier auf der, aber auch noch zwei Mitbewerber, sich vorstellen werden kurz, ihr Produkt vorstellen werden, die Unterschiede ihrer des Produktes vorstellen werden und dann nach für eure Fragen, ganz konkreten Fragen, zur Verfügung stehen und euch ihre Plattform je nach Bedarf nochmal vorstellen. Und in der Art und Weise ist der Tag heute hier gedacht, also eine kurze Podiumsdiskussion und dann ganz spezifische Beratungsgespräche oder Vorstellungsgespräche hinten. Ein Highlight ist auch noch um 16 Uhr der Musikertreff oder hier genannt auch Musikerlounge Speed Dating. Das ist gedacht als ein Format, wo ihr als Musiker euch nochmal untereinander besser netzwerken könnt, mit anderen Interessierten, die hier noch so rumlaufen, involvieren könnt, um Kooperationspartner und Synergieeffekte herzustellen. Das wird also um 16 Uhr stattfinden, da werden wir hier auch umbauen, das wird dann nicht mehr so als mit einem Publikum stattfinden, sondern komplett frei an verschiedenen Stehtischen. Ja, dann würde ich jetzt dazu übergehen, euch kurz ein paar Worte zur Berlin Music Week zu sagen und um das Versprochene zu machen, dass ihr eine kleine Orientierung bekommt. Also, Berlin Music Week
ein Branchentreff, an dem ihr quasi gerade aus der Berliner Musikbusiness-Szene sehr viele Player bekommt. Sowohl Indie-Labels ganz besonders, als auch Services wie zum Beispiel Agenturen, wie Presswerke, wie Online-Vertrieb, wie Streaming-Angebote und so weiter. Das findet ihr oben auf einem Marktplatz, komme ich gleich nochmal zu. Weiterhin gibt es aber auch noch Veranstaltungen, die eher geschlossen sind. Zum Beispiel gibt es eine Veranstaltung im BS1, die ihr gleich wieder vergessen könnt, weil sie nur für Leute ist, die sich da, Fördermittelgeber, die sich dafür, die sich austauschen in einem Tagesveranstaltung. Also da nicht wundern, das ist von der Initiative Musik. Das ist, findet zwar im gleichen Gebäude statt, ist aber nicht, hat ein anderes Publikum und man kommt nur mit Anmeldung rein und da werden auch ganz andere Themen besprochen. Etwas ähnlich verhält es sich mit einem Workshop, der hinten auf dem Hinterhof ist, in der Garage. Dort, der richtet sich nämlich an Programmierer und an Musiker, die gemeinsam zusammen Musikprogramme hier auf der Berlin Music Week in einem Ganztagesworkshop machen. Gerne könnt ihr da vorbeigehen, über die Schultern gucken. Vielleicht erwischt ihr auch noch einen der sehr, sehr raren Plätze, aber das ist quasi schon atypisch für eine Branchenveranstaltung, wo es eher um eine Form geht, dass man sich einander kennenlernt, dass man sich mit Themen beschäftigt, eher in Form von Talks. Der überwiegende Teil sind aber natürlich diese Talks. Und die finden auf den Bühnen statt, Fritz 1, Fritz 2, Fritz Lounge. Das sind alles die Formate, die Stätten, die hier im Erdgeschoss stattfinden, wenn ihr an der Registrierung links vorbeilauft. Also auf der anderen Seite ist dieser ersten Etage. Weitere wichtige Bühnen sind C2, das ist direkt hier drüber, wenn ihr diese kleine Treppe hier hochgeht. Eine große, mindestens viermal so große Bühne wie das hier, auch viermal so großes Publikum, wo ganz verschiedene Panels zu verschiedenen Themen, komme ich gleich nochmal zu, gehalten werden. Daneben findet ihr Boxen, also das heißt diese Sichtblenden hier, weil das sind nicht wirklich akustische Wände, das sind ja nur Pappaufsteller, formen zwei verschiedene Räume und dort finden Workshops statt. In dem einen ist ein sehr interessanter Workshop, den ich sehr empfehlen kann, dort geht es nämlich darum, dass Labels und Musiker für Vertreter aus der Filmindustrie ihre Musik pitchen. Ihr wisst selber, Synchverträge und dergleichen, da kann man über Lizenzen Geld verdienen. Dort kann man einerseits vielleicht noch einen der wirklich raren Plätze bekommen, andererseits im Publikum zuhören, welche Argumente ausgetauscht werden, wie die Musik von den Leuten klingt und wie solche Sachen, solche Pitches stattfinden. Also quasi ein öffentlicher Pitch, der normalerweise immer hinter verschlossenen Türen stattfindet. In dem anderen Workshop-Raum finden ganz viele verschiedene Workshops statt, wo ihr euch dann nochmal einen Plan nochmal angucken könnt. Workshops sind aber hier jetzt nicht wirklich Hands-on-Workshops, sondern häufig ein bisschen aufgelockerte Vorträge. So, dann neben dem C2 ist ja hier oben, daneben zwei Workshop-Geschichten, daneben gibt es einen ganzen Marktplatz. Das heißt, da gibt es kleine Stände, mindestens 40, 50 Anbieter, Booking-Agenturen, Plattformen, Labels, auch die GEMA steht dort mit Beratung und Themen da. Ich glaube, die Club Commission ist auch dort aufgebaut. Dort solltet ihr euch ja, zu euren Themen informieren, Sachen einsammeln, Adressen austauschen. Startups sind auch viele dort, um die dort kennenzulernen. Daneben gibt es eine wunderbare freie Sonnenterrasse, wo ihr euch ausruhen könnt und sprechen könnt und was trinken könnt. Ansonsten ist dann in der Richtung Schluss. Was noch spannend, ein dritter wichtiger Raum ist, wenn ihr die Treppe wieder runtergeht, gibt es einen Hof. Dieser Hof wird ganz besonders wichtig ab 13 Uhr, da ist nämlich die Mittagspause in diesem Hof. Dort werdet ihr mindestens 30 Minuten in der Schlange stehen und werdet sehr viel schon Gesprächsstoff hoffentlich mitbringen, um dort überhaupt noch ein Essen zu bekommen. Dort bekommt ihr es aber, bis, denke ich, 14.30 Uhr kann man sich da aufhalten, essen und so weiter. Also plant das irgendwie mit ein und nutzt das für euch. In dem Hof, eigentlich war es aber schon. Also der Hof, hier unten die Fritz-Lounges, C1, C2, Workshop-Bereiche, Marktplatzbereiche. Dazwischen gibt es häufig noch kleinere Bühnen, wo sich zum Beispiel Gigmit vorstellt oder auch Sonos Lounge. Da werdet ihr aber vorbeikommen. Toiletten gibt es hier, habt ihr vielleicht gesehen, hinter diesem Aufsteller. Toiletten gibt es natürlich auch in der ersten Etage und ganz hinten in der Fritzbox. Es gibt insgesamt, glaube ich, drei Möglichkeiten, Getränke zu bekommen. In der ersten Etage auf den Sonnenterrasse.
gleich davor, aber komischerweise auch nochmal, neben dem Marktplatz und halt besonders auf dem Hof. Dann gibt es noch manchmal so kleine Theken, aber du bist ja also versorgt seid. Essen wird es genau nur auf dem Hof geben. Ja, wenn jetzt sind noch Fragen zum Organisatorischen, zur Orientierung? Was zeige ich darüber? Nein, hat damit nichts zu tun. Dann würde ich euch sonst nochmal jetzt die Webseite nochmal kurz vorstellen. Leider ist das Programm, du zeigst mal rüber, hat das für mich einen Grund? Achso, schon. Leider ist das Programm gerade erst vor einer halben Stunde überhaupt veröffentlicht worden. Hoffentlich habt ihr das in der Hand. Da könnt ihr euch, da sollte es auch ein Timetable geben, bloß den kenne ich jetzt noch nicht, weil ich denn noch nicht Zeit hatte, mir das schnell anzuschauen. Die Webseite, wenn ihr hier WLAN habt, es ist ein offenes WLAN, was wahrscheinlich sehr bald sehr langsam ist. Da könnt ihr, bei, wenn ihr hier oben auf Konferenz schaltet und dann Programm schaltet, euch ziemlich gut über die einzelnen Veranstaltungen so, filtern. Es gibt ja insgesamt, glaube ich, weit über 100, sowohl nach Thematik als auch nach Sprache, glaube ich, braucht man nicht so viel, aber nach dem Raum. Und ja, und dann könnt ihr euch so informieren. Und das habe ich jetzt gerade aufgemacht, hier zum Beispiel für diese C1. Was sehr viel schöner ist, ist der hoffentlich Timetable, den ihr jetzt in eurem Programm habt, wo ihr auch diesen Raumbelegungsplan nochmal findet. Hier hätte ich eigentlich gleich aufmachen können, Entschuldigung. Diese Örtlichkeiten. Wir sind ja gerade hier. Und dann hatte ich gesagt, ihr sollt hier die Fritz-Lounges durchgehen. Hier ist der Hof. Und so, dass ihr euch da orientieren könnt, hier ist C2, genau über uns, wenn hier die Treppe hochgeht, die beiden Workshop-Bereiche, die so abgetrennt sind, dieser Marktplatz, seht das, ja, und dann hier die Lounges mit der Freiterrasse zum Reden. Ja, wenn, hast du noch Ergänzungen? Dann war das, sollte es erstmal der Inhalt der ersten kleinen Session hier vorne sein. Wie gesagt, einfach nur zur Orientierung. Vielleicht ein letzter Hinweis noch. Versucht vielleicht hier so viele wie möglich Leute anzusprechen. Diese Veranstaltung findet statt zum Reden und nicht nur zum Gucken und Hören, sondern Leute kennenzulernen. Seid da also ruhig ja, mutig. Die Leute, das Einzige, was passieren kann, ist, dass die Leute vielleicht nicht lange mit euch sprechen, weil sie mit vielen Leuten sprechen wollen und bestimmte Ziele da verfolgen. Aber es gibt hier keinen Code irgendwie, dass man Leute nicht ansprechen darf oder so. Also seid da eher ja, kommunikativ, möchte ich sagen. Ja, und dann würde ich sagen, jetzt ist die Zeit um und wir bauen jetzt um auf die erste Veranstaltung, die vom Musikpool gehostet wird. Und ja, sich mit dem Thema ja, Strukturen des Do-it-yourself-Marketings beschäftigen wird, mit einer ganzen Reihe von Experten. Dann habt das gleich wieder mit mir zu tun. Am Anfang des Panels werde ich kurz was sagen, wer oder was der Musikpool überhaupt ist und was er macht. Und vorher vielleicht noch als kleine Ergänzung für dich, die Toiletten befinden sich in der Tat drüben hinter der Stellwand, aber ihr müsst nicht direkt hinter die Stellwand machen, sondern es gibt noch Räumlichkeiten dahinter, für Männlein und Weiblein getrennt. Für diejenigen, die gerade etwas komisch geguckt haben. Gut, ansonsten, ja, viel Spaß gleich beim Panel. Die Herrschaften sich jetzt schon mal hersetzen, die gleich auf dem Panel sitzen, kann ich ja schon mal was zum Musikpool Berlin sagen. Gut, fange ich an. Ich komme mal ein bisschen weiter vor. Musikpool Berlin, wer da was ist das? Gibt es hier Menschen, die den Musikpool Berlin schon mal benutzt haben, schon mal gehört haben? War ja auch groß in der Presse. Da gibt es tatsächlich jemanden. Das weiß er natürlich deswegen, weil er Dozent bei uns ist. Warum und weshalb erkläre ich gleich noch. Dahin gibt es auch jemanden. Sebastian ist bei uns mit dem Team.
Musikpool Berlin ist eine zentrale Anlaufstelle für Musikerinnen und Musiker, DJs, Musikschaffende, und es gibt uns seit dem 01.01.2014 durchfinanziert bis September 2015 und gefördert vom Musikboard Berlin und Europäischen Sozialfonds zu je 50%. Es geht beim Musikpool Berlin um eine zentrale Anlaufstelle für Musikerinnen und Musiker, und es geht um Weiterbildung deren und Netzwerkkontakte. Wir sind ein Kooperationsprojekt von drei anderen Organisationen. Hier steht ja auch Vorstellung der Organisation. Drei andere Organisationen sind zum einen All Together Now, deren Agentur New Thinking hier die gesamte World-Konferenz verarbeitet. Ein Projektpartner von Musikpool Berlin. Der zweite Projektpartner, haben wir gerade schon mal gehört, ist die Clubkommission Berlin als Verein. Und der dritte Projektpartner ist Noisy Academy, die sich um die gesamte Musik Weiterbildung kümmert und Musikräume vermietet, und man kann dort auch Anlagen mieten etc. pp. Was haben wir sonst noch? Wir haben Formate verschiedene im Musikpool Berlin. Das eine ist eine Orientierungsberatung, also diejenigen, die zu uns herkommen, ich habe ja gesagt, zentrale Anlaufstelle, die kriegen erstmal eine einstündige kostenlose Orientierungsberatung. Wir haben es deswegen Orientierungsberatung genannt, weil wir weitervermitteln an andere Organisationen, an eigene Coachings, an eigene Fachberater etc., um den Musikerinnen und Musikern, die zu uns hinkommen, erstmal so eine erste Orientierung zu bieten. Wie können sie sich professionalisieren, wo müssen sie überhaupt hingehen, um ihre Fragen beantwortet zu bekommen und erstmal zu sortieren, was sie überhaupt wollen und das herauszufinden. Das ist kostenlos, die Anmeldung läuft bei uns über musikpoolberlin.net, und dort werden die ersten Fragen beantwortet, die dann in der Orientierungsberatung intensiviert werden und dann von unseren Beratern entsprechend schon gleich beantwortet werden können oder eben weitervermittelt werden. Bei Bedarf können wir auch noch eigene Coachings anbieten vom Musikpool Berlin durch unsere eigenen Berater oder Dozenten oder durch andere Fachberater, wo wir auch noch Fachberatungen anbieten, wenn zum Beispiel ein Anwalt im Sozialrecht oder ein GEMA-Experte bei uns den ganzen Tag ansässig ist, dann kann derjenige Musiker oder Künstler, der zu uns hinkommt, eine Stunde kostenlose oder fast kostenlose Fachberatung zum GEMA-Thema oder eben zum Sozialrecht bekommen, und das vermitteln wir auch. Wir haben einmal im Monat Infoveranstaltungen, die sind ganz wichtig und insbesondere wichtig für diejenigen, die zu uns herkommen und Kontakte suchen. Hat gerade mein Vorredner ja schon gesagt, ganz wichtig, redet über das, was ihr wollt, über das, was ihr machen wollt. Und gerade für Musiker und Nachwuchsleute ist es ganz wichtig, dass sie kontaktieren mit möglicherweise Booking-Agenturen, mit Labels, mit anderen, die in der Musikbranche tätig sind, mit möglicherweise Spielstätten, wo sie Auftritte herbekommen können. Und dazu bieten wir Infoveranstaltungen an, einmal im Monat in verschiedenen Clubs hier in Berlin. Und wer sich darüber näher informieren möchte, wann die stattfinden, wo sie stattfinden, auf unserer Website musikpoolberlin.net ist alles informiert. Und man kann sich dort auch zum Newsletter anmelden, da steht natürlich dann auch nochmal alles detailliert drin. Was wir auch machen, noch zwei Sachen. Einmal die Workshops. Wir machen Workshops zu bestimmten Themen. Ich habe gerade gelesen, Musikerin Lounge Get a Gig. Solche Workshops bieten wir auch an. Andere Workshops zum Thema GEMA, wie kann ich mich da anmelden? Künstler Sozialkasse, wie kann ich mich da anmelden? Andere Themen, wie kann ich mich professionalisieren, was ist überhaupt ein Businessplan, wie komme ich als Musiker generell weiter. Ganz wichtig zu wissen für gerade Nachwuchsmusikerinnen und Musiker oder DJs oder andere, die es werden wollen. Diese Workshops und die Inhalte und die Thematiken sind auf unserer Website alle veröffentlicht und werden ständig aktualisiert. Was wir als letztes noch machen, sind Vermittlungen an andere Träger, wie Digimedial, haben wir gerade schon gehört, den Vertreter davon, an Art Connect, an andere Anbieter, die Workshops etc. anbieten. Hörst du das nicht? Okay, technisches Problem, aber da kümmert ihr euch drum. Dann haben wir, mit welchen Inhalten kommen eigentlich Musikerinnen und Musiker zu uns? Also die haben ganz viel das Thema Promo-Marketing, wie vermarkte ich mich selber? Es gibt ganz viele Fragen zu GEMA, KSK-Abgaben oder Einnahmen in dem Fall jetzt. Wir haben Fragen zum Thema Finanzierung, Förderung, Weiterbildung, Workshops habe ich schon genannt. Eine der meistgestellten Fragen, wenn wir in der Beratung sitzen, ist, wie komme ich an Bookings ran, brauche ich ein Management, wie komme ich an ein Label ran und wie komme ich überhaupt an Gigs ran. Solche Fragen werden im Musikpool zentral beantwortet oder weitervermittelt, und das ist der Musikpool Berlin. Und wenn ihr noch Leute habt, die zu uns herkommen möchten oder auf die Website mal drauf gucken möchten mit Workshops etc., alles her zu uns, und weitere Inhalte gibt es jetzt auf dem Panel. Vielen Dank.